Oh, oh, und in diesem Sinne, was geht ab, Leute? Lasst ein Abo und ein Like da. Heute schauen wir uns die heftigsten Shorts an. Wir starten direkt mit einem sehr, sehr schlausten Orang-Utan der Welt. Sie packt langsam ihren Rucksack aus. Und der Affe war gespannt, was da drin war. Als sie etwas zu essen rausholte, war er interessiert, also schau dir an, was er will. Er will ein Chicken Nugget. Er lief sofort rüber zu dem Rand des Fensters, um ihr zu sagen, dass sie da rumgehen soll und ihm das Essen geben soll. Der Affe wiederholte seine Bewegung, indem er auf sie und dann auf den Zaun zeigte. Als er realisierte, dass sie nicht dazu in der Lage waren, wollte er einen anderen Weg finden, um zum Essen zu kommen, also kletterte er mit einem Stock oben an das Fenster. Er probierte, den Stock durch das Fenster zu stecken, um so an sein Essen zu kommen. Wenn du denkst, Affen sind schlaue Tiere, abonniere. Als Digga, Affen sind die zweiten Menschen und ich bin ein Affe. Ich kann das irgendwie extrem gut. Dieser Mann ging viral auf der ganzen Welt und dominierte andere Pizzerien, warum? Inklusive Domino's. Nee, Digga. Als diese Frau von diesem Mann zu ab. Dieser Mann hat etwas Unglaubliches gemalt. Er erstellte ein Buch mit sehr vielen Zeichnungen und für jede Seite, die man weitergeht, zeigt es das Leben eines Mädchens. Er startete vom Anfang ihres Lebens bis ganz zum Ende. Wow. Ich kann mir nicht vorstellen, wie lange er dafür gebraucht hat, aber das Video wurde so gut, dass jede Sekunde sich lohnt anzuschauen. Digga, locker einen Monat oder so, ich sag's euch. Also wenn man dafür nicht länger als einen Monat braucht, stell dir mal vor, der macht das einfach in einem Tag fertig. Und da siehst du, Digga, das Leben geht schnell vorbei, Alter, sehr, sehr schnell. Aber hatte sie jetzt keinen Mann, wieso hat er nicht ihren Mann gezeichnet? Trotzdem cool. Schau dir dieses Mädchen an, das lernt, auf einem Skateboard über diese Treppen zu springen. Nach ein paar Versuchen kann man eine Besserung erkennen und jedes Mal lernte sie aus ihren Fehlern. Und nach über 20 Versuchen war sie kurz davor aufzugeben, aber schauen wir uns an, ob sie es schafft oder nicht. Ja. Nee. 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 Er wird doch irgendwann mal Zeit jetzt hier, aber es wird besser. Was ist denn jetzt hier los? Ey! Oh, fast. Boah, stark. Kann ich 8 Meter weit schießen und warte ab, was dieser Typ hier erleben wird. 8 Dieser Meter. Wasserpark befindet sich in Österreich und hat eine der wenigen Wasserkanonen auf der Welt. Oha, wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, dann gehe ich dorthin. Sobald die Lampe grün leuchtet, kann der Typ diesen Knopf drücken, wodurch extreme Wassermassen dich nach vorne schießen. Was? Schau dir an, was passiert, als der Mann diesen Knopf drückt. Was? Nein. Warte, bitte, sag nicht, das passiert jetzt wirklich. Oha! Würdest du das auch gerne ausprobieren? Ja, diese Wasserkanone, unbedingt. Als dieser taube Mann nach draußen lief, hat ihn eine Frau aus Versehen angestoßen und hat sich entschuldigt, aber in Zeichensprache. Er war schockiert, weil so etwas normalerweise nicht passiert. Die beiden nahmen sich... Ja, vielleicht waren sie auch selber taub. ...ein Taxi und auf einmal begrüßte auch der Taxifahrer ihn in Zeichensprache, was ihn so glücklich machte, sodass er anfing zu weinen. Er dachte, dass es nur ein Zufall wäre, aber er wusste nicht, dass jede Person, die er an diesem Tag trifft, dasselbe machen würde. Er war immer verwirrter und fragte seine Schwester, ob sie irgendetwas darüber wusste, aber sie tat so, als würde sie nichts wissen. Es war tatsächlich eine Überraschung, damit er sich respektiert und nicht anders fühlt. Er konnte sein... Diese Frau entdeckte eine Mutter mit ihren Enten, die in den Pool gefallen sind und da jetzt nicht mehr rauskommen. Als das passierte, holte sie einen Kescher und half ihnen, aus dem Pool herauszukommen. Aber als sie die Enten rettete, wartete die Mutter ganz geduldig, bis jede einzelne Ente wieder sicher an Land ist. Sie versuchte alle auf einmal zu retten, aber die Enten verstanden nicht, dass sie nur helfen wollte und so fielen immer wieder Enten in den Pool. Als sie alle bis... Boah, ja, der springt da raus, das würde mich richtig sauer machen. Dann schwamm die letzte Ente von ihr weg, was ihren Job um einiges erschwerte. Ja, warum? Lass dich doch retten! Ja, du kommst da selber nicht raus, sie will dir doch helfen, hä? Ohne Am Ende Sinn, Digga. Dieses Publikum in diesem Kunstmuseum wurde erschrocken, als ein teures Gemälde vor ihren eigenen Augen zerschreddert wurde. Banksy, ein berühmter Straßenkünstler, der seine Identität geheim hält, verkaufte ein Bild für 1,4 Millionen US-Dollar in London. Aber direkt nachdem der Hammer fiel, hörte man einen Alarm und das Gemälde zerschredderte sich selbst. Nein! Wie muss sich die Person fühlen, die... 1,4 Millionen dafür gezahlt hat. Das Gemälde wurde zur Hälfte zerschnitten, was den Museumsbesuchern einen schockierenden Blick gab. Banksy, der geheimnisvolle Straßenkünstler hinter dem Kunstprojekt, baute einen Motor in dem Rahmen ein für den Fall, dass das Bild jemals gekauft werden sollte. Der Künstler teilte nachher ein Zitat von Picasso auf Instagram. Der Drang zur Zerstörung ist ebenso ein kreativer Drang. Das Gemälde... Ich werde Kunst nie verstehen. Erstens, wieso zahlt man dafür 1,5 Millionen, um... 1,4 Millionen, um geprankt zu werden. Zweitens, wer sind diese Menschen? Die haben doch eindeutig zu viel Geld. So, wisst ihr, wie ich meine? Ja, Kunst hin oder her.
Aber ich würde doch niemals, auch wenn ich Milliardär wäre oder unendlich Geld hätte, 1,4 Millionen für irgendein random Gemälde ausgeben. Bilder wurde Jahre später für einen Preis von 25 Millionen US-Dollar weiterverkauft, bitte, was Francis Cooks immer noch einen Wert gibt, selbst nachdem es zur Hälfte zerstört wurde. Bitte! Also wirklich, man kann ja wirklich mit allem Geld machen. Dieses Video ging viral auf der ganzen Welt, als dieser Marathonläufer kurz vor der Ziellinie zusammenbrach. Er war kurz davor zu gewinnen, aber er war zu erschöpft, weitere 10 Meter zu laufen. Er war Erster, aber dann kam ein anderer, dem es egal war und einfach... Ohne Scham, er läuft einfach vorbei. Das Ziel lief. Egal wie er es versuchte, er konnte nicht aufstehen und weiterlaufen. Es tut echt weh zu sehen, dass noch jemand ihn überholt, nachdem er über 42 Kilometer gelaufen ist, aber er krabbelt weiter und hofft, die Linie zu überqueren. Er musste dahin kommen, bevor es zu spät war, aber es kam ein weiterer Läufer, der ihn überholen sollte. Er dachte, sein Traum löst sich in Luft auf, aber du wirst niemals erraten, was als nächstes passierte. Weil als dieser Läufer seine eigene Zeit aufgab, hat er ihm sofort hochgeholfen und sie haben zusammen die Ziellinie überquert. Ehrenmann, Digga, ihm geht's gar nicht gut. Dieses Video, was für einen Willen muss man haben, dass man das dann noch weiter durchzieht? iShowSpeed machte bester einen Kochstream und brannte fast die ganze Nachbarschaft nieder. Digga. Speed machte alles richtig, aber dann attackierte ihn plötzlich das Öl. Digga, er ist wirklich, also was der manchmal macht, auf was für Ideen er kommt, ne? Der seinen Chat nach Ratschlägen. Add milk to stop popping? Really? Aber ich glaube, der Chat ärgerte Speed, weil... When you add milk, it cooks faster. Bro, bitte, was macht der da? Speed dachte, dass wenn er Milch in heißes Öl hineingibt, alles gut wird, also gibt er ein ganzes Glas dort rein. Oh, goddammit! iShowSpeed machte einen Kochstream und brannte fast die ganze Nachbarschaft. Oder bitte. Diese drei Männer sterben vor Lachen und der Grund wird dich einfach nur umhauen. Wie du sehen kannst, tragen sie alle dasselbe T-Shirt. Ja, weil deren Frau... Also manche Videos sind halt obvious, weil deren Frauen sich abgesprochen haben. Das ist der Joke hinter der ganzen Sache. Dieses kleine Mädchen hatte extremes Glück. Als dieses Boot etwas im Meer der griechischen Küste entdeckte, entschied sich der Kapitän, etwas näher ranzufahren und in diesem Moment realisierte... Digga, was? Was macht da ein Mädchen einfach so? Wie ist sie so weit nach draußen gekommen? Und hatte keine Panik auf dem offenen Wasser. Was? Sie war eigentlich mit ihren Eltern am Strand schwimmen, bevor sie aufs offene Meer getrieben wurde. Nachdem ihre Eltern sie als vermisst meldeten, war das Boot in der Lage, das Mädchen... Oh mein Gott! Bevor sie zu ihren Eltern zurückgebracht wurde. Egal wie dieses Unglück passierte, sie hatte Glück, dass jemand sie entdeckt hat. Bro, aber wie kommt die denn so weit aufs Meer raus? Da ist ja auch keine krasse Strömung oder so. Wie wird die so weit nach draußen getrieben? Wie passiert sowas überhaupt? Aber hatte sie wenigstens Schwimmflügel, dass wenn sie da runtergefallen wäre? Ja, ich glaube schon. Aber trotzdem, wie passiert eigentlich sowas? Dieser Mann trainiert so hart seine Beine, sodass zwei Typen ihm helfen müssen, die Treppe hochzukommen. Er verliert komplett die Kontrolle über seine Beine und diese wackeln nur von Krämpfen. Er trainiert immer für 3 Stunden, ohne eine Pause zu machen und es hat den Anschein, als würde es ihm nicht gut tun. Digga. Geht's gar nicht Als dieser gut. Typ an einem Morgen einen riesen Eisblock vor seinem Haus entdeckte, entschied er sich, etwas Wunderbares daraus zu machen. Er entfernte überall das Eis, wo es nötig war, sodass der Eisblock die Form eines Ferraris annahm. Er benutzte mit Absicht Farbe, die Umwelt nicht gefährdet, um den Schnee rot anzumalen und es sah so langsam echt nach einem Sportwagen aus. Oha, ich dachte, dass sein Auto mit Schnee bedeckt ist. Checkt ihr Chat? So, ich dachte anfangs, sein Auto wurde einfach mit Schnee bedeckt, aber dabei hat er es einfach selber so geformt. Das ist Ferrari heftig. Ist genauso groß wie ein echter Ferrari und obwohl er das noch nie zuvor gemacht hat, kannst du hier sehen, wie gut das Endresultat ist. Digga, du kannst mir nicht sagen, dass er es davor noch nie gemacht hat, das Cap. Dieses Video ist der Beweis dafür, dass es immer noch gute Menschen auf dieser Welt gibt. Siehst du dieses erste Kind, das in der Reihe steht? Nun, er wird ein großes Problem süß. Haben. Als er ein paar hilfsbereite freiwillige Essen ausgaben, wurde dieses Kind leicht abgelenkt. Der Mann füllte seine Schüssel und er hatte irgendwie keinen Plan, was er machen soll. Der Mann gab ihm einen Teller, das Kind ging weiter und hier wurden die Dinge wirklich interessant. Eine Frau gab ihm einen Becher voller Wasser und dann setzte er sich auf diese Bank. Aber das Kind sieht so aus, als würde es mit dem Essen ein Problem haben. Er kann nicht das Plastik mit seinem Strohhalm durchbrechen, aber zum Glück kommt seine Retterin. Das Mädchen, was ein bisschen mehr Erfahrung als er hat, sieht, dass er es nicht hinbekommt, also nimmt sie den Strohhalm und zeigt, wie es geht. Also wenn das ein guter Mensch... Digga, der ist ja so süß. Ich schwöre, so süß. Dieser Mann hatte eine geniale Idee, damit er Digga, nicht immer Würstchen. Zum Grillen muss. Er platzierte eine Wurst auf einem Spielzeugauto und schickte es auf die Bahn, die er gebaut hatte. Aber schau dir das Ende an, als die Wurst auf den Grill fliegt. Das Auto rollt los und nach einer Kurve geht es nach draußen, aber das ist erst der Anfang. Jetzt wird die Strecke Digga, sehr steil und durch das? Die Geschwindigkeit springt die Wurst von dem Auto auf den Grill. Für diese Bahn hat er mehrere Stunden gebraucht und wenn du denkst, dass er erfolgreich war, abonniere. Dieser Digga, Mann wie geil. Als dieser Typ eine Delle an seinem Auto bemerkte, kam er auf eine geniale Was? Idee. Er holte einen Topf warmes Wasser Niemals. Und schüttete es. Digga, bei uns, man würde zur Reparatur gehen, so, das macht dann 1000 Euro bitte. Langsam über die eingedrückte Stelle. Niemals. Er sagt, dass er diese Technik benutzt, um das Material weicher zu machen und er stellt sich heraus, dass es eine effektive Methode ist, um Dellen aus Autos rauszubekommen.
Aber macht man dadurch nicht irgendetwas kaputt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Digga, schau dir das mal an. Der macht da komplett heißes Wasser hin. Fertig war, griff er in das Auto und versuchte die Delle von der anderen Seite herauszudrücken. So schaffte er es. LOL! Das ist krass. Er überrascht seinen kleinen Bruder mit einem Kostüm jeden Tag, wenn er aus der Schule wiederkommt. Das dieser ist ja ehemalige so Schüler süß. Hat einen unglaublichen Digga, schwarzer Ritter! Seinen kleinen Bruder in Verlegenheit. Schwarzer Ritter! Jeden einzelnen Tag, Batman. Wenn er den Schulbus verlässt, überrascht er ihn in einem neuen Kostüm. Jedes Mal versucht er ihn zu umarmen, aber der jüngere Bruder versucht ihn nur wegzudrängen und der peinlichen Situation zu entkommen. Der ältere Warum? Bruder erklärte, dass weil er nächstes Jahr aufs College geht und seinen Bruder nicht mehr sehen wird, will er nochmal tolle Erinnerungen mit ihm schaffen. Wenn süß. Du denkst, dass es unglaublich ist, abonniere. Das ist extrem süß. Als diese Frau gucken wollte, ob das Eis von dem See dick genug ist, erwartete sie nicht, dass ihr Hund das hier macht. Sie wollte auf dem Eis laufen und nachdem der Hund realisierte, was sie vorhat, entschied er sich, ihre Bewegungen zu kopieren und auch auf dem Eis zu springen. Oh nein. Obwohl der Hund jedes Mal ausrutschte, machte er weiter und er versuchte selbst das Eis durchzubuddeln, was zeigt... Digga, solche Hunde sind so süß. Als Katzen sind, abonniere. Sehr süß. Sie kletterte auf diese Klimmzugstange, um zu sehen, wie viele Klimmzüge sie schafft. Das Mädchen sieht Digga, nicht sehr muskulös aus, aber sie wird aus absolut wie 10. schockieren. Selbst doch, 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 die sieht schon aus, als ob die es hinbekommen würde. Ich sag euch ehrlich, Chat. Ja, das ist krass. Das ist ehrlich krass, wie viele Klimmzüge sie einfach schafft. Also ich würde im jetzigen Zustand nicht mal so viele schaffen. Stell dir vor, sie macht mehr als der Junge. Stefan, der Junge, sie macht auf jeden Fall auch sauberer als der Junge rechts. Ich sag euch ehrlich, sie macht auf jeden Fall viel, viel sauberer als der... Digga, einfach, sie macht 12 Klimmzüge, das ist krass in dem Alter. Ist dann noch eine Sprung-Challenge. Boah, das ist cool. Niemand wirklich nahe zu kommen, weil der Ball 2 Meter und 68 Zentimeter in der Höhe war. Aber als die Leute wieder und wieder verfehlten, gab es einen Typen, der wusste, dass er dieses Level erreichen würde. Was? Er ließ es einfach aussehen und musste es dann nochmal beweisen, weil das Publikum dachte, es wäre nur Glück. Oha! Diese Leute versuchten... Oha! Diese Mutter und ihre Enten kamen ein bisschen zu nah an dem Rand des Wassers nein. und wollten wissen, was sich auf der anderen Seite befindet. Als die Mutter nein, dann wegschwamm, nein, weil nein, es zu nein, gefährlich nein, wurde, nein, hat nein, es nein. eine Ente nicht geschafft und fiel den Abgrund herunter. Zum nein. Glück war das aber nur ein paar Meter hoch und obwohl es der Ente gut ging, war sie jetzt von ihrer Familie getrennt und es gab keine Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen. Die Mutter wollte ihn nicht verlieren und überlegte sich, was sie als nächstes machen kann. Nachdem sie ein paar Sekunden nachdachte, sprang die Mutter über den Rand, um die Ente zu retten. Alle das führte runter. Dazu, dass alle anderen hinterher sprangen. Glücklicherweise ja. hat jeder es überlebt und sie waren wieder zusammen wie eine Familie. Ja, diese Digga, das ist so süß. Ein Weihnachtsgeschenk, das offensichtlich nach einem Roller aussah. A Scooter! Great! Sie war offenbar sehr verwirrt, warum sie ihr einen Roller geschenkt haben, bis sie ihr Geschenk aufmachte und herausfand, dass es eigentlich ein Autoschlüssel zu einem Lexus war. Geil. Aber in Los Angeles wurde ein gestohlener Jaguar auf der Straße entdeckt und Polizeiautos sowie ein Helikopter verfolgten ihn jetzt. Verfolgungsjagd es sah alles immer danach cool. aus, dass er gefasst wird, aber er macht gleich etwas Geniales, also schau dir das Video bis zum Ende an. Nach etwas mehr als einer Stunde Verfolgungsjagd realisierte der Dieb, dass er dem Helikopter nie entkommen könnte, aber du wirst niemals erraten, was als nächstes passiert, also lehn dich zurück und abonniere. Er fährt unter die Brücke, wo der Helikopter ihn nicht mehr sieht und in diesem Moment ist er aus dem Auto rausgesprungen, nachdem er einen Stein auf das Gaspedal legte. Was? Das Auto fuhr weiter und die Polizei realisierte was? Nichts, bis ein Polizist die Tür aufmachte. Und niemand im Auto. Was? In Los Angeles. Was? Das ist krass. Das ist wirklich Next Level. Bro, er hat einen Stein aufs Pedal gemacht, damit die denken, dass er noch drinnen ist. Wie kann man denn so krass sein und springt dann aus einem fahrenden Auto? Wie, Bro? Wie, Alter, das ist crazy. Dieses Mädchen hat so getan, als würde sie schlafen, damit ihre Eltern sie ins Haus tragen. Na. Ihre Eltern realisierten aber, dass sie nur schauspielerte und machten einen unglaublich lustigen Test. If it stays up, that means they're asleep, but if it drops, that means they're awake. Ich glaube, das hat aber jeder schon als Kind gemacht, weil man hochgetragen werden wollte. Sie sagten, dass wenn die Hand oben bleibt, sie am Schlafen ist und wenn sie runterfällt, sie wach ist. Das ist natürlich nicht das, was normalerweise passiert, aber da das Mädchen nur schauspielerte und zuhörte, machte sie das. Ihr Arm bleibt oben und wenn du das lustig fandest, abonniere. Während dieser Mann wandern war, hörte man ein lautes Geräusch, das hinter ihm zu brechen schien. Er drehte sich um und sah eine Lawine, die weit von ihm wegstartete. Aber diese Lawine kam am Ende viel näher, als er gedacht hatte, was dies eines der interessantesten Dinge macht, die ich je gesehen habe. Gott. Es ist aber noch wichtig zu sagen, dass dieser Typ und seine Gruppe sicher entkommen sind, ohne irgendwelche Verletzungen. Oh mein am Ende Gott. Des Videos wirst du sehen, wo er sich versteckte, während ihn eine riesige Lawine überrollte. Schau es dir an. Oh mein... Bro, die bleiben da einfach so ganz gechillt. Wie können die so chillen?
Digga, die chillen einfach. Das juckt die gar nicht. Schau mal, es kommt immer näher. Ey, haben die nicht Angst? Ich würde da ja die größte Panik bekommen. Okay, also... Okay, ist nicht so eine krasse Lawine, ich verstehe. Aber es sah echt krass aus. Dieser Mann hat ein wahnsinniges Talent. Er nimmt alte Baumstämme und schneidet sie so zurecht, sodass sie wie Hunde aussehen. Diese Hunde sind für die Besitzer, deren Hunde verstorben sind und sollen so als Erinnerung an ihr altes Haustier dienen. Er schneidet sie erstmal grob zurecht und arbeitet dann an den Details. Zum Schluss malt er sie noch an, sodass sie fast echt wirken. Durch jahrelange Übung schafft er es, die Hunde perfekt aussehen zu lassen und hier setzt er einen Hund auf die Bank, sodass der Besitzer wieder neben seinem alten Hund sitzen kann. Wenn du denkst, dass... Digga, das ist sehr, sehr schön. Dieser Typ beeilte sich, um pünktlich zum Unterricht zu kommen, aber die Dinge laufen nicht so, wie er es erwartet. Als er letztendlich ein paar Minuten zu spät ankommt, schaut die Lehrerin ihn komisch an und sagt: Hey, Miss Harvey. What? Und als er auf die Uhr schaute, zeigte sie die falsche Uhrzeit, also ohne eine Sekunde zu zögern, nimmt er die Uhr und stellt sie richtig, aber dann sieht er etwas, was selbst die Lehrerin nicht erklären kann. This is one of them fancy clocks. What's that? It says record on it. Glaubst du, Lehrer haben recht, wenn sie sagen, dass sie alles sehen? Oha. Diese Frau fand heraus, dass ihr Mann sie betrügt. Der Grund, warum das Video im Internet viral gegangen ist, ist die Technik, die sie benutzt hat, um ihn zu erwischen. Wie du sehen kannst, ist sie an ihrem Handy und ja, sie zoomt, bis sie die ganze Unterhaltung sehen kann, die er gerade führt. Und die Qualität ist wirklich verwundert. Sie zoomt rein und wieder raus, fokussiert sich auf ihr Handy und man sieht, dass sie ca. 20 Meter von ihm weg ist. Du kannst ganz klar die Nachrichten sehen und hier passierte die lustigste Sache. Sie machte ein Bild von der Unterhaltung und sendete es ihm direkt. Und in diesem Moment schau dir ihre Reaktion an, wo er es selber nicht verstehen kann. Wenn du mir zustimmst, dass er es ich glaube, das ist aber safe gestaged. Weißt du noch, als Mr. Beast Willy Wonka Schokoladenfabrik nachgestellt hat und sich entschieden hat, es einem Abonnenten zu geben? Aber erinnerst du dich an die drei verrücktesten Momente? Auf der Nummer 1 ist, als Mr. Beast ein paar Explosionen sehen wollte, also forderte er die Teilnehmer heraus, riesen Mentos in eine riesen Cola-Flasche zu werfen. Nachdem die Teilnehmer immer wieder daneben trafen, entschied sich dieser Mann, das zu ändern. Alter. Nummer 2 ist, als die Teilnehmer entscheiden sollten, was Kuchen und was echt ist. Die Teilnehmer wählten ihre Toiletten und dann kam der Moment der Wahrheit. Und auf der Nummer 3 ist, als die Finalisten einen Nachtisch für einen unerwarteten Gast machen sollten. Come on in. Gordon Ramsay, turn around. Und nach 45 Minuten harter Arbeit waren die Teilnehmer mit ihren Meisterwerken fertig, aber Chef Ramsay war nicht begeistert. What an honest bite. Wenn du diese Challenge gewonnen hättest, nachdem dieser Vater mit einer neuen Frisur nach Hause kam und alle seine Locken abgeschnitten hat, zeigte er es seinem kleinsten Sohn und seine Reaktion ist einfach nur lustig. Oh nein! Oh nein. Er legte sich sofort darüber auf und musste selbst ein zweites Mal hinschauen, um zu gucken, ob es echt ist. Er war immer noch kein Fan von seiner neuen Frisur und musste ein letztes Mal hingucken, um sich davon zu überzeugen, dass er nicht träumt. Oh nein! Nachdem dieser Vater... Alle Typen schaffen es, das Mannequin zu schlagen, bis auf der Typ am Ende. Die nehmen ihn auseinander. Das ist auch gestellt. Als diese Frau Hundesitten war, wollte der Hund sein Abendessen nicht verzehren, bis er ein bestimmtes Schlüsselwort hörte. Yes. Willow. Okay. Eat. Release. Go. Wir können hören, wie die Frau mehrere Wörter versucht, so wie Yes, Willow, Eat und Release, aber der Hund rührte sich nicht und wartete, bis das richtige Wort gesagt wird. Als die Frau es für eine weitere Zeit nicht hinbekam, wurde der Hund extrem hungrig und sauer. Die Frau zeigte dann auf das Essen, wodurch der Hund endlich essen konnte. Ein paar Tage später postete die Besitzerin des Hundes dieses Video, in dem sie sagt, dass das richtige Wort eigentlich gesagt wurde, aber es musste in einer hohen Stimme gesagt werden, sodass der Hund es hört. Okay. Als diese Frau Hundesitten war... Das ist der Moment, als dieser Mann eine Karte in der Hand hielt, um zu zeigen, dass er diesen Hund adoptiert. Und weil der kleine Hund es schon zuvor bei anderen gesehen hat, wusste er sofort, was das bedeutete und war so aufgeregt. Er nahm selbst die Karte aus seiner Hand und war bereit, zu seinem Zuhause zu gehen. Das ist der Moment, als dieser... Digga, das ist richtig süß. Und er hat eine Sprungkraft von einem Känguru. Die Sprungkraft von dem Typen ist einfach nur der Wahnsinn und er schafft es höher, Digga, als seine eigene Größe zu springen. Christopher bringt es anderen Leuten bei und hält außerdem 3 Weltrekorde. Einer davon ist, als er es schaffte, aus dem Stand 1,70 Meter hochzuspringen, was unglaublich ist, wenn man bedenkt, dass er nur 1,75 Meter groß ist. Mit seiner Sprungkraft kann er verrückte Stunts wie diese hier machen. Crazy. Crazy. Das ist echt krass, Chat. Er malte diese Frau etwas Wundervolles. Sie malt Kreis für Kreis, an ein paar Stellen etwas fester und man kann so langsam erkennen, was sie vorhat. Aber als sie dieses Bild fertigstellte, malte sie noch weiter, also schau dir das Video bis zum Ende an.
Ah, das ist Iron Man. Tony Stark gibt sie ihm am Ende die Maske noch? Ich glaube nämlich schon, oder? Nee. Avengers? Ah, krass. Krass. Ja, schockierten diese zwei Kinder absolut jeden. Sie kommen sehr schnell voran und haben die ersten Hindernisse ohne Probleme gemeistert, aber das ist erst der Anfang. Der Junge in Schwarz ist vorne und das ist der Grund, warum dieses Video auf der ganzen Welt viral ging. Jedes Mal, wenn einer von den beiden vorne liegt, holt der andere es auf, so wie hier, als sie auf der gleichen Höhe sind. Sie sind Seite an Seite, aber jetzt nimmt der Junge im schwarzen T-Shirt wieder die Führung. Bei diesem Hindernis macht er aber einen kleinen Fehler und der Junge im blauen T-Shirt kann leicht an ihm vorbeiziehen und den Buzzer drücken. Wenn du denkst, man sollte bis zum Ende immer alles geben, abonniere. Diese zwei Kinder entdeckten den neuen Super ihres Nachbarn und wollten einen kleinen Blick reinwerfen. Sie waren sehr schüchtern, aber trauten sich letztendlich bei ihrem Nachbar anzuklingeln. Sie klopften an und fragten höflich, ob er ihnen das Auto von innen zeigen könnte, worauf der Besitzer das antwortete. Er akzeptierte nicht nur ihre Forderung, sondern sagte ihnen auch, dass sie im Auto sitzen können. Er öffnet selbst die Motorhaube und lässt die Jungs alles an seinem neuen Auto sehen, was absolut erstaunlich ist. Und wenn du denkst, das war das Beste, was hätte passieren können, abonniere. MrBeast hat YouTube zerstört. Jimmy investierte 3 Millionen Dollar in sein Video, wo er 1000 gehörlosen Menschen erlaubt, zum ersten Mal zu hören. Und das waren die drei verrücktesten Momente. Auf der Nummer 1 ist, als Jimmy diesem Vater die Möglichkeit gab, seine Tochter zum ersten Mal zu hören. Can you hear me talking now? Yes. Oh my god. Boah, ich hab Gänsehaut. I'm gonna cry. You just saved my dad's life. Die Nummer 2 ist eine der besten Reaktionen in der Geschichte, als diese Mutter ihre Tochter wiederhören konnte und Jimmy etwas Spannung aufbaute. Go ahead, do a test. Mommy. She can't hear you yet, but she will in 3, 2, 1. Hello. Und auf der Nummer 3 ist, als dieses Paar nicht mehr realisierte, wer Jimmy war, und bevor MrBeast ihnen helfen konnte, war die Reaktion schon unbezahlbar. Dann brachte Jimmy das Paar in einen Raum, um ihnen die beste Überraschung zu zeigen. I went out and I bought a brand new jet ski for you guys. I was gonna sell my wife to try to get me. Was war der beste Moment? Schreib es in die Kommentare. Das ist der traurigste Moment in einem MrBeast-Video. An dem 10. Juli 2021 uploadete MrBeast ein Video, wo eine Frau die Option bekam, entweder die 20.000 Dollar mit einem Fremden zu teilen oder alles zu klauen. Sie entschied sich, alles zu klauen, und der Mann, der das Geld bekommen hätte, sagte, dass er es hundertprozentig geteilt hätte. Aber das ist noch nicht das Ende von dieser Story. Der ja, bro, man muss halt manchmal, es bringt ja aber nichts, weil MrBeast ihm da jetzt das Doppelte oder so geben wird. Mann, der das Geld verloren hatte, kam in einem neuen Video nach ein paar Monaten zurück und dieselbe Challenge wurde wiederholt. Und schon wieder entschied sich der Teilnehmer, es zu klauen, sodass dieser Mann wieder nichts bekam. Also abonniere, wenn du willst, dass er gewinnt. Das ist Nein, ich dachte jetzt irgendwie sagt jemand, dass er das Doppelte bekommen hat. Er hat wieder dasselbe. Nein! Es gab ein Geheimnis im MrBeast neuen Video. Spoiler-Alarm. Diese Frau hätte 500.000 Dollar gewinnen können, aber sie sah diese eine Bewegung. Jimmy engagierte ein Real-Life-Battle Royale, wo er 100 Leuten von dem Alter 1 bis 100 die Chance gab zu gewinnen. Nachdem viele Teilnehmer rausgeworfen wurden, war die entscheidende Runde ein 1 gegen 1 zwischen einer 52-jährigen Frau und einem 40-jährigen Mann. Jimmy präsentierte zwei Koffer, mit einem Koffer, wo 500.000 Dollar drin war und einem, wo nichts drin war. Der Mann gewann den Münzwurf und musste die Frau davon überzeugen, dass das Geld nicht in seinem Koffer ist. Er sagt ihr einfach, dass das Geld in seinem Koffer ist und hofft, dass sie denkt, dass er lügt. Joe, do you have 500.000 in your briefcase? Yes. Boah. Der Mann machte das gut, aber machte eine Sache falsch, als er das Geld sah, was der Frau 500.000 Dollar gegeben hätte. Als er nämlich den Koffer öffnet, kannst du sehen, dass er leicht grinst, was bedeutet, dass er das Geld hatte. Wenn du das bemerkt hast, kommentiere ja. Es gab ein... Oh krass, nee, ich hätte es nicht bemerkt. MrBeast hat seiner Putzkraft über 1 Million Euro im Jahr. Du denkst vielleicht, er gewann irgendeine Challenge, aber das könnte nicht mehr falsch sein. 2018 stellte MrBeast diesen Putzmann ein, der das ganze Chaos von den Videos sauber machen sollte. Der Putzmann war sehr schüchtern und hatte Angst, zu MrBeast selber zu reden. Aber da er immer bei dem Team dabei war, durfte er plötzlich an einer Challenge von MrBeast teilnehmen und die Leute liebten ihn. Die Kommentare fragten immer, ob der Putzmann in mehr Videos sein könnte, und letztlich wurde er ein Mitglied der MrBeast Crew. Also, wer ist es? Sein Name ist Chandler und abonniere, wenn du für MrBeast arbeiten willst. Wenn diese Leute in dem Militär endlich nach Hause gehen können, kommen sie zu dieser Halle, wo sie ihre Schuhe hochwerfen, um klarzustellen, dass sie ihren Job getan haben. In dieser Halle hängen hunderte Schuhe und es sieht einfach nur gewaltig aus, wie viele Menschen ihrem Land gedient haben. All diese Schuhe stehen für Leute, die für die Vereinigten Staaten von Amerika gekämpft haben und es sicher nach Hause geschafft haben. Krass. Ist der beste Lehrer aller Zeiten. Jedes Mal, wenn die Schüler einen Test geschrieben haben und er diese korrigiert, klebt er etwas ganz Bestimmtes auf das Papier. Bei diesem Test hatte der Schüler fast alles richtig, mit 95% richtigen Antworten, also klebte der Lehrer einen Drake-Sticker daneben. Cool. Das ist Adrian und er ist ein vierfacher World Champion im Skimboarding. Jeder seiner Stunts ist erstaunlich mit... Boah, krass, in Berlin, da bei dieser Mercedes-Arena, ich glaube, die wurde jetzt in Uber-Arena umbenannt, da gibt's auch, genau, wie nennt man das, so ein... Jetzt ist ja auch kein Brunnen jetzt. Aber auf jeden Fall genauso Wasser.
Und da habe ich das auch jemanden machen sehen. Das ist extrem cool. Das ist Adrian. Extrem cool. Das Video von dieser Familie ging viral auf der ganzen Welt und was sie gemacht haben, wird dich zum Lachen bringen. Alle Erwachsenen setzen sich nebeneinander und Der Kind sollte jedes Mal denjenigen aussuchen, den er am liebsten hat. Als erstes wählt er seine Mutter aus, was normal ist, aber das Ende geht nicht aus wie geplant. Die Mutter geht aus der Reihe und jetzt läuft er zu seinem Onkel. Es sind jetzt noch 3 Personen übrig und er wählt seine Tante, aber jetzt sind nur noch 2 Leute übrig und er läuft zu der rechten Frau. Jetzt ist nur noch seine Oma übrig und du denkst, er kann nur sie wählen, aber er läuft rechts zu seinem Onkel und das zeigt, wie sehr er sie nicht mag. Findest du das lustig oder traurig? Das Video von beides. Das ist der traurigste MrBeast-Moment. MrBeast uploadete letztens ein Video, wo ein Teilnehmer durch 10 verschiedene Hindernisse kommen muss und pro Hindernis gewinnt er 100.000 Euro. Mac, der Teilnehmer, war motiviert, 1 Million Dollar zu gewinnen und kam durch das erste, zweite und dritte Hindernis leicht durch. Die vierte Challenge schaffte er auch und er hätte mit 400.000 Euro nach Hause gehen können, aber er wollte mehr. Nachdem er 4 Schlösser unter Wasser mit einem Kleiderbügel aufschloss und Feasible Schokolade gegessen hat, kam er zu seiner größten Angst. In 60 Metern Höhe musste er über einem schmalen Balken balancieren und nachdem er das auch geschafft hatte, war er nicht mehr zu stoppen und wollte die nächste Challenge auch noch absolvieren. Zu diesem Zeitpunkt hätte er bereits mit 600.000 Euro nach Hause gehen können, aber Digga, er hätte abbrechen das sollen. Das war ihm nicht genug und er wollte noch ein Spiel machen. Das Spiel war aus Squid Game und nachdem er den Kreis, das Dreieck und den Stern perfekt ausschnitt, kam er zu einem Regenschirm. Schau dir an, was passiert, als noch 6 Sekunden auf der Uhr waren. Der Regenschirm brach zusammen und somit auch sein Traum, 700.000 Euro zu gewinnen. Das ist der traurigste MrBeast-Moment. Oder was? Diese Frau hatte den schlimmsten Tag ihres Lebens. Als sie zurück vom Einkaufen kam, lag ein Zettel auf ihrem Auto, der sagte: Entschuldigung für die Macke an ihrem Auto. Ich kann es mir nicht leisten, es zu reparieren, aber hier ist Schokolade für sie. Als sie den Zettel durchgelesen hatte, ging sie zu der Stelle, wo ihr Auto anscheinend kaputt war und dann sah sie das. Left this and here's the damage on my car. Wie würdest du reagieren? Dieser Mann machte 1000 Liegestütze in der Öffentlichkeit, um zu sehen, wie Leute reagieren. Während er die Challenge machte, ärgerten ihn die Leute und wollten ihn von seinem Ziel abhalten. Aber manche Leute haben ihm geholfen und machten Liegestütze mit ihm zusammen. Er machte weiter, aber einige Leute setzten sich auf seinen Rücken und hofften, dass er die Challenge verliert, aber noch hörte er nicht auf. Einige Leute tritten sogar seine Wasserflasche um und waren sauer auf ihn, weil er es auch zu Hause hätte machen können. Er war erschöpft, aber manchmal kamen Leute, um ihn zu motivieren, sodass er die Challenge schafft. Nach 55 Minuten harter Arbeit schaffte er 1000 Liegestütze und schreib in die Kommentare, was du von den Reaktionen der Leuten hältst. Ja, dieser manche Mann waren mies komisch. Als dieser Typ auf der Toilette in einem Restaurant war, sah er einen großen roten Knopf an der Wand, der sagte: Drück es, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und ohne eine Sekunde zu zögern, wusste der Typ sofort, was er machen wird, was zu einem unvergesslichen Moment führte. Wie geil ist das bitte? Digga, ich hätte den Knopf sowas von gedrückt. Während eines Konzerts realisierte sie, dass jeder auf die unsichtbare Stufe lief und sie verstand nicht, warum das alle taten. Sie fand es so lustig, dass sie das Ganze aufnahm und hier sind ein paar der besten Momente. Es stellte sich heraus, dass aus der Sicht der Person es durch das Licht so aussieht, als wäre dort wirklich eine Stufe. Jeder zögerte rüber zu gehen, die Leute werden langsamer und langsamer und die letzte Frau blieb einfach stehen, während sie versuchte herauszufinden, was gerade passiert. Krass. Während eines Konzerts. Wer ist MrBeast erster Abonnent? Du denkst vielleicht, es wäre jemand wie Chris Tyson oder Chandler Hollow, aber du wärst komplett falsch. Den Kanal von MrBeast, den wir heute kennen, wurde am 19. Februar 2012 erstellt, aber das war nicht sein erster Kanal. Im Juni 2012 wurde der Beast 5TY-Kanal erstellt. Bevor dieser Kanal ein Video uploadete, hatte MrBeast einen unbekannten Abonnenten, aber wer war das? In einem Tweet aus dem Jahr 2011 von MLG Azui steht, dass der Name von MrBeast ersten Abonnenten Rogan Minogan war. Wer ist MrBeast? Jeden Tag, wenn diese Frau zur Arbeit muss, kommt sie an dieser Seilbahn. Anstatt mit einer Gondel oder mit einem Auto zu fahren, nimmt sie den schwierigen Weg mit einer selbstgebauten Seilbahn. Diese Seilbahn existiert bereits seit mehreren Jahrzehnten, wodurch die Einheimischen schneller von einer Stadt zur anderen kommen, wenn auch nicht gerade selbst. Was? Sicher. Eine Fahrt dauert ungefähr 30 Sekunden und es geht 2 bis 3 Stunden schneller, als wenn sie laufen würden. Wenn du auch gern täglich so eine Fahrt hättest, abonniere. Digga, jeden Tag einfach sein Leben riskieren. Jeden Tag. Das ist crazy. Dieser Hund namens Honey liebt den Schnee und nachdem es nach vielen Jahren wieder bei diesen Leuten schneite, ging Honey nach draußen, um in dem Schnee zu spielen. Was ist jetzt los? Du kannst sehen, wie er im Schnee hoch und runter springt. Nee, ich kann nichts sehen. Beste auf der ganzen Welt wäre. Hallo? Er hat viel Spaß dabei und wenn du denkst, Hunde sind besser als Auf jeden Fall, jetzt funktioniert gar nichts mehr, das Internet ist weg. Ich nehme aber auch schon eine halbe Stunde auf. Oha, das hat so Spaß gemacht. So, ich wollte eigentlich die ganze Zeit weiterschauen.
Aber ja, falls ihr den zweiten Part sehen wollt, vergesst nicht ein Abo und ein Like dazulassen. Neben meinem Kopf kommt ihr jetzt zu den letzten Videos. Danke für den ganzen Support und tschüss.